in der letzten Episode. Ein Hirsch, ja, da vorne. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir sind so... Entschuldigung, ich bin aus Versehen auf die A-Taste gekommen. Ich hab gerade voll den Schreck gekriegt, wieso wir uns wegbewegen, boah. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. Hier sieht's ein bisschen leerer aus, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Wir mussten ein bisschen Zeit totschlagen und wir müssen auch noch Zeit totschlagen. Ja. Ja, das mit dem Gewicht ist ein bisschen ein Problemchen. gucken wir ins Journal. Mich interessiert nämlich 23. Tag, 16. Blizzard. Ja, es bleibt ungefähr bei 3 zu 2. Also 3 Tage, 2 Blizzard. Ja, das sind die ollen Wölfe. Die gehen auch schon langsam runter. Das essen wir eh nicht. Das haben wir nur gemacht, um zu kochen, weil Kadaver zu legen sind wir bald auf 4. Und kochen, naja, das dauert. Also kochen dauert natürlich noch, aber Kadaver ist schon auf einem guten Weg. Und jetzt wollen wir erstmal die matschige Knarre auseinandernehmen. Wo ist sie denn da? Ja, tschüss. Gut, weil dann haben wir nämlich das geschafft und können wir das eigentlich in der Hand machen? Nee, das müssen wir an der... Genau. Ja, dann werden wir mal eins verarbeiten und basteln mal daraus 3 Haken. Weil wir wollen... Eisfischen wollen wir ja auch irgendwann machen. Ich weiß auch nicht, wie die sich verbrauchen. Ob du dann die Haken noch hast oder ob das ganze Ding dann weg ist. Das weiß ich halt nicht. Sehr schön. So, da haben wir jetzt ein paar Haken auf Lager. Das ist ja ganz gut. Wir haben keinen getrockneten Darm. Wieso haben wir keinen getrockneten Darm? Weil wir die abgelegt haben, kann das sein? Ja, das mit dem Gewicht, das ist ein bisschen durcheinander gerade. Weil durch den Elch, den wir in der vorletzten Folge... Oder war das die vorvorletzte? Ich weiß es schon gar nicht. Das ist eine Aufnahmesession. Ich glaube, es ist sogar schon die vorvorletzte, wenn mich nicht alles täuscht. So. Da hatten wir einen Elch geschossen, den haben wir auseinandergenommen, den haben wir abgekocht. Das hat Ewigkeiten gedauert, alter Schwede. Das war wirklich nicht mehr feierlich. So, genau. Schnüre. Einfach mal die. Sehr schön. So. Komm, steh auf. Ja, da liegen 20 Liter Wasser. Die haben wir in der letzten Folge gekocht. Also, nicht nur die. Wir haben auch 10 an uns. Ach so, warte mal, wir haben ja noch das olle Wasser an uns. Ja, das muss natürlich... toll. Ja, das hätte ich ja mit abkochen können. Na gut. Ist egal, es bleiben 2 kleine Flaschen. Eine volle und eine nicht volle. Gott. Okay, ich möchte nämlich diese Angelsets gerne draußen basteln, um kein Lagerkoller-Risiko zu bekommen. Wir haben auch sehr viel von dem Elchfleisch draußen abgekocht. Damit da nichts passiert, nichts verrutscht. So, basteln. Sehr schön, dann haben wir nämlich das mal getan. Dann haben wir jetzt ein paar Angelsets, dann können wir nämlich mal angeln gehen. Das ist ziemlich cool. Wir haben übrigens kein Beil mehr für alle, die sich wundern. Ja. Mhm. Warum könnten wir das nicht mehr haben? Weil es kaputt gegangen ist. Ich habe das halt für die Wolfsjacke verwendet zum Basteln, aber das hat irgendwie nicht wirklich gut funktioniert. Erstens hat das Ewigkeiten gedauert, es hat viel länger gedauert als mit dem Standardwerkzeug. Ja, und dann haben wir halt noch ein paar Kisten gekloppt und dann war das Ding halt kaputt. So, das heißt, ja, das fehlt uns. Jetzt ist halt die Frage, basteln wir uns ein neues? Ich wollte ja eh noch zwei Pfeilspitzen basteln, vielleicht sogar 4, dass wir ein paar Reserve haben. Ich meine, Pfeile gehen halt auch mal verloren. Das ist, lässt sich leider nicht vermeiden. Man verliert halt auch mal Pfeile und aus dem Grund... Ja, wir haben... All this gear is slowing me down. Das Gewicht, das wird nicht besser. Das ist... momentan ist es echt ziemlich im Eimer. Wir nutzen den Spind mal wieder fürs Wasser. Stellen da mal 8 Liter rein. So. Die Kleidung bleibt. Die Säge müsste man mal aufmöbeln. Das machen wir vielleicht sogar noch, solange es hell ist. Nein, reparieren. Was brauchen wir denn? Ach, da brauchen wir einen Moment. Sekunde, wir haben die Kiste nicht. Die liegt da. Die blaue. So. This gear is starting to slow me down. Ja, natürlich. 25%, ja, mach mal. Ja, das Lustige ist, dass diese Kiste, diese Säge... die nimmt immer 5% ab. Egal, was du jetzt nimmst, ob du jetzt einen Eimer auseinandersägst, der dir ein
der dir einen Metallschrott bringt oder so einen ganzen Tisch, der dir dann irgendwie 8 oder 6 oder was weiß ich wie viel bringt. Das ist dann völlig egal. So. Ach, 56 Holzkohle. Trink mal was. Und dann würde ich jetzt dann doch mal wieder in die Riken rüber wechseln, weil das Ding, das ist erst bei 63%, das sind noch... Ich schätze Worst Case 5 Tage. So, davon nehmen wir uns eins mit. Wir haben 25, genau. Sehr schön. Ja, wir müssten auch so langsam mal die Handschuhe reparieren, aber das sehe ich halt noch nicht. So, wir hören schon wieder die Bären krähen, weil der gute Herr wahrscheinlich hier auf dem Gelände unterwegs ist. Ja, und das interessiert mich auch gar nicht, deswegen gehen wir einfach weiter. Die Wölfe sind natürlich inzwischen weg. Die sind aus der vorletzten Folge, als wir den Elch auseinandergenommen haben. Und das waren 11. Ne, 10 oder 11. Ich glaube, es waren... Ich glaube, es waren 10 Säcke. Und 2 Säcke. Beutel oder keine Ahnung. haben uns schon 3 Stinklinien gegeben. 3 konnten wir tragen, weil wir uns gut abgelegt haben. Aber bei 2 hast du schon 3 Stinklinien gehabt. Und da kam halt, für all die das nicht geguckt haben, kamen halt 2 Wölfe ganz interessiert daher. Dann haben wir uns halt gesagt, nein, Sekunde, aber so Interesse, das ist nicht unser Duktus. Und haben sie einfach über den Haufen gemäht. Ja. Die Felle haben auseinandergenommen. Das Fleisch ist das halt, was vor der Tür liegt. Und rumgammelt. Soll es halt gammeln. Wen interessiert es halt? Gammelfleisch. Ah, es wird neblig. Ich glaube schon, oder? Nö. Ja, ich weiß, ich renne jetzt später mit der Knarre rum, obwohl wir eigentlich den Bogen verwenden wollten, aber... das Viechzeug ist hier sehr aggressiv, muss man leider sagen. So, da sind wir wieder. Wir haben nichts zum Rauslegen. Nö, das ist getrocknet, alles klar. Ja, hier liegt noch mehr metallschrottwürdiges Zeug. Jetzt echt die Stöcke mitgenommen, ja Gott sei Dank. Ja, wir haben genug Zeug, also das ist gar kein Problem. Jetzt ehrlich, wir haben so viele Kohlen. Ich denke, vielleicht werden wir das in der Zwischenzeit mal machen, mal durchs Bergwerk rennen, um neue zu sammeln, damit wir einfach hier vorsorgen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich dachte schon, dass da wieder Holzkohle drin ist, aber die haben wir Gott sei Dank schon rausgeholt. So, Ofen an, Stock, Feuer. Okay, komm, aus. Alright. Weg. Wir müssen da was draufkloppen. Ja, da das ja braucht, müssen wir uns irgendwas suchen, was wir in der Zeit machen. Was machen wir denn in der Zeit? Vielleicht mal die Dinger da vorne auseinandernehmen. Wie lange brauchen die? Ja, zu lang. Okay. Sonst haben wir ja nichts Holzwürdiges. Nee, leider nicht. So. Na, dann kümmern wir uns einfach mal darum. Beziehungsweise das wäre... das dauert eine Stunde 30. Okay, dann nicht. Gut. Dann müssen wir das halt wann anders mal auseinandernehmen. Jetzt nicht. So, das heißt, wir können jetzt Kohlen reintackern. Ja, ich fürchte, 8 brauchen wir schon. Aber das sind genug, ganz ehrlich. Das sind, hier liegen noch 25, würde ich sagen. 25 Kohlen liegen da auf jeden Fall noch. Das ist gar kein Problem. Und ja, wir werden das mal machen. Mal durch die Bergwerk gehen, nochmal ein bisschen Kohle rausziehen. Dann haben wir auf jeden Fall genügend im Petto. Falls und wir jemals wieder hierher kommen. Ich sag mal so. Ich gehe halt deswegen davon aus, dass wir nochmal herkommen, weil sie jetzt neuerdings öfter Karten rausbringen wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie an dieser kaputten Brücke, genau, das Ding wollen wir auf jeden Fall machen. So. Ja.
Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön hell sogar hier. Und diese Brücke, also diese kaputten Brücke, ich kann mir vorstellen, dass sie die irgendwann intakt machen sozusagen und dass da noch eine Region dran kommt. So, gut, das reicht. Mit dem Rest werden wir einfach wieder Wasser kochen. Das heißt, wir machen erstmal nur einen Liter. So. Weil wir trinken müssen. Gut, dann machen wir gleich 2 Liter und den Rest verschmelzen wir wieder. Okay. Joho. Ich freue mich. Ach, wir haben so viel von den Dingern. Das ist echt zu krass. So. Das raus. Da haben wir auch jetzt was liegen. So, sehr schön. Und wir haben 4 Kohlen zu viel. Dann bleiben die hier. Gewicht. Ach, diese 40 Kilo, die werden wir nie wieder los. Furchtbar. Ach, guck mal, wie schön grün da vorne. Wir gucken uns das mal von oben an. Er geht ganz schnell nach oben. Ganz, ganz schnell. Schön. Turmwölfe sehe ich aber keine Sekunde. Wir gehen mal höher. Irgendwann mal Atombären einführen. Das wäre noch der Witz. Hier ist ja nichts, was man machen kann, oder? Ja, ich sehe jetzt auch nicht hier irgendwie noch eine Kiste. Ist einfach nur so eine Sitz- oder Schlafmöglichkeit. Was ist denn die Temperatur? Oh, minus 3 ist natürlich zu kalt. Ja, das Problem ist auch, die Nacht ist bald wieder rum. Mhm. Ja. Na gut. Ja, der Tag- und Nachtrhythmus verschiebt sich jetzt einfach so rasend schnell. Weil halt die Tätigkeiten, die man, ich sag mal jetzt nicht stundenweise tut, sowas wie schmelzen oder schmieden oder keine Ahnung was, einfach so schnell die Zeit rumgehen lassen. Das ist echt krass. Ich meine, wenn die jetzt... Oh, ist das jetzt finster. Na, hervorragend. Zum Glück wissen wir ja, wo es lang geht. So. Okay, Sekunde. Dann essen wir mal nur die Hälfte. So. Verpennen das mal. Wie viel sind denn das? 8 Stunden. Ja, machen wir mal. Ach ja. So, da sind wir wieder. Wie viel gibt das eigentlich? Auch 8. Also 3 Stunden gibt dann immer 8 Metallschrott. Krass. Machen wir jetzt nicht, weil wir brauchen das jetzt. We need a horse. Aber wir lassen die Säge mal hier. Ja, den Hammer müssen wir natürlich auch hier lassen. Das ist ja kein Wunder, dass wir so schwer sind. Säge, Hammer. So. So, die Säge kommt dann. So. Muss noch ein bisschen ordentlicher. So. Gut. 6,5 Kilo Holzkohle, Leute. Wir müssen da echt mal was tun. Ja, wir haben schon wieder so viel Wasser. Das andere Wasser ist auch da. Junge, das ist bestimmt überhaupt nicht. Okay, Inventar 36. Ja, das sind genau die 6,5 Kilo, die Holzkohle, die wir haben. Na gut, was willst du machen? Na komm. Ja. Das ist ganz toll. Ich bin froh, dass wir hier im Blizzard draußen sind.
kurz ins Inventar gucken, weil es haben wir nicht so viel dabei. Wir gehen jetzt erstmal nicht zur Kirche, sondern gehen zum Leuchtturm. Ja, natürlich. Das passt, das ist gar kein Problem. Gut. So. Genau. Jetzt warten wir, bis der Blizzard vorbei ist. Ja. Funktioniert leider nicht im Blizzard. Hier sind wir schon durch, richtig? Ja. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. Ja. Damit ist der Blizzard vorbei. Nicht wahr sein. Gut, das Holz bleibt hier. Wieso eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wieso eigentlich? Wir wollten kartieren. Ah, jetzt wird's neblig. Das ist schön. Ja. Gut, zumindest haben wir hier jetzt endlich mal sauber. War ja auch bitter notwendig. Mann, Mann, Mann. Guck mal, da oben gibt's. Siehst du, das habe ich noch nie gesehen, weil wir mal anders rausgegangen sind. Wir zeichnen sie zumindest mal ein. Sehr schön. Hier gibt's Hagebutter. Da drüben gibt's Wolf. Ich guck nochmal die Skills. Kochen sind wir hier, Feuer machen. Naja, das dauert alles noch. Eisfischen haben wir noch gar nichts. Gewehr, Schusswaffe. Ja gut, das ist tatsächlich alles selber antrainiert. Bogenschießen, flicken. Sehr schön. Ja, das Problem ist, da drüben ist wahrscheinlich auch noch ein Wolf. Da kommt man immer nicht so gut dahin. Achso, das sind Zugvögel, okay. Wollte schon sagen, gibt es da drüben eine Leiche, von der ich was wissen müsste. Ja. Komm doch her. Juhu. Was da hinten? Ist das ein Hirsch oder ein Wolf? Wahrscheinlich im Zweifelsfall ein Wolf. Nee, es ist ein Hirsch, okay. Hä? Wird er nicht gerade hier raufkommen? Weil wir müssen da hinten mal kartieren. Okay. Dann machen wir das anders.
Da. Wer war's? Ja, er kommt genau in unsere Richtung. Ach, das Auge ist halt noch nicht sehr matschig. Aber wir bleiben heute Nacht hier. Ich will mich jetzt nicht mit den Wölfen auseinandersetzen. Das ist ständig diese Kläffer an der Backe. Ist ja nicht notwendig. Warte mal. Dieses Regal, kann da eigentlich auch was drunter sein? Weil ich meine, drin ist ja nichts mehr. Jetzt mal gerade gucken, ob ich da unterm Bett was übersehen habe, aber sieht nicht danach aus. So. Jetzt die Frage, wenn man das auseinander nimmt, kann da auch was drunter sein? Wahrscheinlich ja nicht. Na, dann lassen wir's. Dann nehmen wir lieber noch die Kiste auseinander. Da, da ist nix. Und die Palette. Gut. So sieht das hier schon besser aus. Da kann man auch mal was ablegen. Schön. So, hier ist alles leer. Das haben wir alles schon durchsucht. Wir machen trotzdem nochmal Kontrollgang. Ist das der Wolf, der vorne hier unten war? Drüben ist die Kirche und ein Wolf beim Auto. Okay. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nicht mehr Wolf gezuchtet. Das hat aber nichts zu sagen. Das Auto haben wir ja schon untersucht. Ein Elch ist jetzt nicht mehr da. Ja. Ja, ist halt jetzt die Frage, was bastelt man sich aus dem Elch? Die Tasche oder den Mantel? Ich wäre ja eigentlich eher für die Tasche, ganz ehrlich. 5 Kilo mehr tragen. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. 3,5 und 4 Grad ist ein bisschen weniger als der Wolf. 90% Wasser statt 60%, 25% Schutz gegen Tiere und nochmal 10% Sprinten. 16,67 Stunden. Ich meine, das wäre halt auch geil, das muss man halt schon sagen. Einfach drunter die Jacke, also die Wolfspelz, die Wolfsjacke drunter, die Elchjacke drüber, oder Mantel, wenn man es genau nimmt. Da hast du ja schon einen fetten Bonus. Ich meine, natürlich wäre es cleverer, den Wolf drüber und den, nee, den Bären, wie war das, den Bären außen, 6 und 5 Grad und darunter den Wolf, genau. Das wäre halt das Optimum, dann hättest du halt 10 Grad Temperatur, 5 Grad Wind. Ja, aus den Bären könnte man halt nichts auch, ja, da brauchst du viele Bären. Also wirklich viele Bären haben wir ja pro Sandbox, sag ich mal, jetzt nicht wirklich erlegt. Von daher. Ja. Ja. Gut, ja, viel kartiert haben wir noch nicht. Wir müssen da echt noch ein bisschen was mit dem Gewicht machen, weil das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, warte mal. So schaffst du 8-9 Stunden. Die Nacht geht aber 10-11 Stunden. Dann warten wir mal 2. Zwei. Ertrinken. Sekunde. So, jetzt nochmal warten. Ja, das sollte reichen. Temperatur 4 Grad. Das ist aber nicht sehr schönes Wetter. Das ist dann der nächste Blizzard. Ach, herrje. Ja, das ist mir zu riskant. Ganz ehrlich, das ist mir zu riskant. Diese ganze Blizzard-Geschichte, boah. Wir wissen ja, dass es hier viele gibt. Und ich habe keinen Bock, hier ständig neue Staffeln anzufangen, weil ich dann einfach zu blöd bin, sagen wir mal, reinzugehen. Das muss ja nicht sein. Also von daher. Gut. Der Elch, beziehungsweise seine Haut, dauert sicherlich noch. Ich sag mal, journaltechnisch sind wir jetzt 24, denken wir 3 Tage werden wir noch brauchen, 27 Tage. 17, naja, juhu. Ja, es ist ein bisschen weniger als 3 zu 2, okay.
Ja, der wird noch ein paar Tage brauchen. Das heißt, wir werden mal durch die Bergwerke schlappen. Um mal die Kohlen rauszuholen, ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir können mal gucken, versuchen, den Rest zu kartieren. Dass wir da auch die Holzkohle runter... Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dass man überhaupt das sagt, dass man die Holzkohle runterkriegen will. Ich meine, es bringt halt nichts, sie hier zu lassen, weil hier haben wir ja alles fast kartiert. Wir müssten sie ja mit rausschleppen. Dann kartieren wir hier lieber fertig und nehmen davon dann den Rest mit. Und den Elchmantel, den müssen wir natürlich auch noch basteln. Der dauert... Entschuldigung, ich gehe nochmal rein. 10 Stunden. Das wäre dann nochmal ein extra Tag, den man halt noch investieren müsste. Also wir haben noch viel zu tun, alter Schwede. Boah. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.